Herzlich willkommen. Ich bin heute zu Gast bei der FB Media GmbH in Siegen in der Nähe von unserem Headquarter und freue mich besonders, dass ich heute die Gelegenheit habe, ein Interview in den Räumlichkeiten der FB Media GmbH zu führen. Herr Tim Schmidt, der Geschäftsführer, ist heute mein Gast. Und das Schöne ist, dass als ich vor 8 Jahren in der KIS Unternehmensgruppe angefangen habe, Herr Schmidt einer meiner ersten Neukunden war und wir jetzt seit knapp 8 Jahren auch zusammenarbeiten. Und als wir heute Morgen hier ankamen, wurden wir auch direkt freundschaftlich mit Kaffee und Wasser wieder versorgt. Und da freue ich mich, dass wir heute als Referenzkunden Sie, Herr Schmidt, begrüßen dürfen für unsere KIS Cloud. Ja, vielen Dank. Hallo. Ich kann mich kurz vorstellen. Mein Name ist Tim Oliver Schmidt. Ich bin Geschäftsführer bei der FB Media GmbH hier in Siegen. Ja, und wir haben eine lange Geschäftsbeziehung. 8 Jahre ist ja auch schon eine lange Zeit. In dieser Zeit haben wir viel Vertrauen miteinander gewonnen, eine tolle Arbeitsumgebung bekommen. Vielleicht für alle die, die uns hier in Siegen noch nicht kennen. FB Media beschäftigt sich mit Medientechnik, alles was um die Medientechnik herum ist. Also wir statten Konferenzräume aus mit Displays, Projektoren, machen dazu die Steuerung. Dann ein sehr großer Bereich von uns ist die Videokonferenztechnik und als Drittes beschäftigen wir uns mit Digital Signage-Lösungen rund um die interne Unternehmenskommunikation. Also vielleicht so viel zu uns und zu unserer Beziehung. Freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Dankeschön. Und dass wir gemeinsam die Möglichkeit haben, mal in einen Plausch zu kommen. Genau. Wer bei uns schon mal in unserem Campus in Siegen war und unsere großen Monitore gesehen hat mit der Anwesenheitsanzeige, Wetter-Updates und unseren K-Facts, wie wir es nennen, der wird ungefähr wissen, was die FB Media im Digital Signage-Bereich macht. Das ist nämlich ein Produkt, das wir beispielsweise von der FB Media auch bezogen haben, um bei uns auch den Eingang aufzuhübschen. Ja, wir haben vor 8 Jahren ganz klassisch bei Ihnen noch in Ihrem eigenen Rechenzentrum neue Server aufgestellt, Ihre Umgebung geupdatet und dann auch dieses Vertrauen aufgebaut, wie Sie schon gesagt haben. Das ehrt mich auch, dass wir das nach 8 Jahren so haben. Und jetzt haben wir aber schon vor längerer Zeit uns immer mal wieder ausgetauscht zum Thema, wir haben ja auch ein eigenes Rechenzentrum, die KIS Cloud. Und dass wir da vielleicht die Möglichkeit haben, Ihnen noch mehr Arbeit abzunehmen und Ihnen noch eine ganz andere Umgebung zu schaffen. Und da wäre meine Frage an Sie, warum haben Sie sich denn für die KIS Cloud entschieden? Ja, das war ein nicht spontaner Schritt, sondern wir haben uns da schon einige Gedanken zugemacht. Der Sicherheitsfaktor war eigentlich letztendlich der ausschlaggebende Punkt. Aber vielleicht vorweg, wir waren an einem Punkt angelangt, wie Sie ja auch wissen, wo wir unsere gesamte Infrastruktur erneuern mussten. Die waren also im Prinzip von der Sicherheitstechnik und auch von der Verfahrenstechnik nicht mehr so weit, dass wir sie weiter einsetzen wollten. Und standen jetzt vor der unternehmerischen Frage, das ist natürlich auch eine Frage des Invest, wie wir mit diesem Thema umgehen wollen. Und ja, jetzt gab es mehrere Punkte gegeneinander abzuwägen. Ja, ich habe Sie da ja in der Angebotsphase auch lange begleitet und wir haben ja hier auch mehrmals gesessen und wirklich versucht, das kaufmännische Delta auch zu ermitteln, wo man wirklich bei 5 oder 10 Jahren in dem KIS-Cloud-Rechenzentrum steht, preislich, oder wo man auch bei der On-Premises-Lösung steht. Und glaube ich, sind uns da ganz schnell einig geworden, dass die Mehrwerte schon sehr hoch sind, aber sie das kaufmännische Delta, was die Lizenzierungen und Co. über Jahre angeht, doch immer kleiner werden ließen und wir uns dann auch einig wurden. Genau, also man muss es wirklich langfristig betrachten. Also in einem kurzfristigen Blick ist es wahrscheinlich nicht so richtig aussagekräftig, aber langfristig gerechnet und das ist ein wichtiger Punkt, ist eigentlich auch die Sicherheit und die Ersparnisse, die bei uns eben halt auf unserer Seite des Unternehmens generiert werden können, sei es jetzt im Manpower, ein Administrator, der sich also nicht mehr so ganz vollumfänglich kümmern muss, dann haben wir die Möglichkeit, dass Sie gesamtheitlich alle Terminal-Server-Umgebungen pflegen können. Sicherheit, wenn man sieht, was draußen im Moment los ist mit Hackerangriffen, diese Möglichkeit, immer aktuell zu sein in so einem Rechenzentrum, das waren schon sehr, sehr wichtige Punkte für uns. Und auch die Überlegungen, was ist mit Nachhaltigkeit? Wir hätten unseren Serverraum auch neu ausstatten müssen mit, ich sag mal, Umluft, Abluft. Was ist mit der Abwärme? Die ist dann, glaube ich, in so einem Rechenzentrum auch besser aufgehoben und kann da besser genutzt werden als bei uns.
Ja, da haben wir, glaube ich, auch viele Argumente auf beiden Seiten betrachtet, dass wir jetzt zu diesem Schluss gekommen sind. Mhm. Und generell haben wir auch, als wir unsere Gespräche hatten, viel über die mögliche Flexibilität gesprochen. Die war Ihnen persönlich zum Beispiel auch sehr wichtig. Gut, das war jetzt ist ja mehr so ein individueller Punkt bei mir. Ich bin nicht nur Geschäftsführer bei FB Media, sondern ich habe noch mehrere Unternehmen. Und die zu betreuen, erfordert eben halt auch hier und da einen Standortwechsel. Und dadurch mit einer Cloud-Lösung bin ich natürlich super unterwegs. Ich greife von überall auf meine gewohnte Umgebung zu, habe dort den gewohnten Support, habe die gewohnte Sicherheit. Also das ist für mich top und eben halt auch für unsere Mitarbeiter, weil wir haben auch Mitarbeiter, die nicht am Standort sind. Und Sie können sich ja denken, im Zeitalter des Homeoffice und Möglichkeiten, die da sich uns auch erwachsen, ist das natürlich auch eine super Möglichkeit, auch das Homeoffice viel besser bei uns zu integrieren. Ja, Sie sprachen beispielsweise auch Security an. Mhm. Das ist ja ein Thema, was Ihnen schon immer sehr wichtig war, wo wir auch sehr eng immer wieder uns ausgetauscht haben, dass Sie wirklich, Sie haben diese Cyberangriffe, die es hier in der Umgebung oder auch generell deutschlandweit auf auch kleine und mittelständische Unternehmen gibt, ja auch sehr genau beobachtet. Und wir waren ja auch oft im Dialog zu solchen Themen, weil Sie schon immer gesagt haben, wir möchten das so sichergestellt haben. Und das ist ja auch einer der Punkte gewesen, wo Sie gesagt haben, bei uns im Rechenzentrum, ihr habt das so eingerichtet, für alle Kunden habt ihr dort ein Best Practice und ihr habt dort einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Und diesen möchten wir gerne dann auch direkt mitmieten. Und Sie haben es auch schon erwähnt, dass wir uns um vieles kümmern. Und wo liegen denn die Vorteile Ihrer internen Mitarbeiter, dass die dann wirklich sich nicht mehr um die eigene IT kümmern, sondern wo können die denn ihre Prozesse vielleicht auch nach vorne bringen? Ja, das ist durch die gewonnene Zeit. Ja, also ich sag mal, wir rufen bei Ihnen einen zentralen Ansprechpartner an. Die sind ja bald schon über die 8 Jahre persönlich bekannt und haben da den Support, den wir brauchen. Wenn ein Fehler auftritt, ist ja in dieser Cloud-Lösung auch bei anderen und er wird an einer Stelle behoben. Das ist allumfänglich. Das spielt uns zugegen. Natürlich die Sicherheit auch an allen Arbeitsplätzen. Das spielt wirklich, Sie sagten ja, Sicherheit spielt bei uns eine große Rolle. Auch in den Verpflichtungen zu unserem Kunden, mit unseren Kundendaten gegenüber unserem Kunden natürlich. Und die Flexibilität, die wir hier gewinnen, die können wir natürlich für andere Dinge einsetzen. Das ist natürlich für uns eine Win-Win-Situation. Ne? Genau, Sie haben sich ja zum Beispiel auch schon vor Jahren auch in Ihrem eigenen Rechenzentrum entschieden und jetzt auch bei uns Managed Services bei uns zu buchen, damit wir wirklich auch immer einen Blick bei Ihnen mit drauf haben, sind alle kritischen Sicherheitsupdates eingespielt, wir uns wirklich darum kümmern und Sie diese ganzen Themen gar nicht mehr beachten müssen. Ich habe jetzt sonntags einen komischen Moment, wo ich sonst die Sicherungsdatei für den Montag mitnehme. Das hat sich erledigt und da fällt mir ein Stein vom Herzen, das muss ich wirklich sagen. Das ganze Thema Sicherung unserer Daten ist perfekt in der Cloud aufgehoben. Der Aufwand und auch die Sorge, die damit verbunden ist, die hat sich wirklich auf null reduziert. Und das ist wirklich noch ein toller Vorteil der Lösung. Das kann man auch nur immer wieder betonen. Herr Schmidt, vielen lieben Dank für die offenen Worte, für das Lob und auch Ihre Wertschätzung uns gegenüber. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich, dass ich heute zu Gast bei der FB Media sein durfte. Und wir werden jetzt außerhalb der Kamera noch einen Kaffee trinken und ein bisschen weiter plauschen. Ja, Dankeschön. Vielen Dank, Herr Guder.